Hallo und willkommen zurück zu The Testament of Sherlock Holmes. Beim letzten Mal ist das Spiel ja ausgegangen, deswegen musste ich jetzt alles nochmal spielen. Unglaublich. So, wir haben Holmes, massenweise Akten. diese Aufzeichnungen, Karten, Berichte, sie sind alle über Sie. Scheint so. Ihre gesamte Laufbahn ist hier dokumentiert, Fall für Fall, sehen Sie. Ein detaillierter Bericht über Ihre Ermittlungen in Whitechapel im Zuge des Falls Jack the Ripper. Und hier, Ihr Verhältnis zu einem gewissen A. Lupin. Und hier Einzelheiten zu Ihren Methoden, sowie Aufzeichnungen zu Ihrer Kommunikation mit den gewalttätigsten, mächtigsten Verbrechern. Mein Gott, sehen Sie sich nur die Beschriftung der Akten an. Betrug, Verschleierung, Korruption, Fälschung, Mord. Was hat das alles zu bedeuten? Leise. Ich muss mich konzentrieren. Konzentrieren? Dieser Richter hat einen tadellosen Ruf und gilt als der ehrenhafteste Richter im gesamten Königreich. Und dieser Mann hat einen überwältigenden Stapel so hoch wie der Big Ben mit Dokumenten über Sie angehäuft. Und Sie reden hier von Konzentrieren? Wozu? Weil Sie den Tresor öffnen wollen? Ruhe. Holmes, antworten Sie mir. Was sind die wahren Gründe für unsere Anwesenheit hier? Wussten Sie schon im Vorfeld, was wir hier finden werden? Sieht ganz so aus. Das ist also der Grund für diesen Einbruch. Sie interessieren sich nur für den Inhalt des Tresors. Alles andere war nichts weiter als Lug und Trug. Das Wichtigste befindet sich im Tresor, Watson. Mir tut Watson voll leid, weil er, ne? Ach, das war dieses Rätsel. Blau muss in die Mitte, ne? Machen das mal. Dass ich erstmal blau zusammen habe. Beziehungsweise können wir ja das so ein bisschen verbinden. Hoffe ich. So, jetzt haben wir erstmal blau. Hier sind zwei zusammenhängende rote. Dann würde das schon mal passen. Ich hoffe, ihr seht, was ich mache. Ich gehe quasi immer rum. Und immer da, wo es nicht passt, drehe ich weiter. Jetzt ist natürlich knifflig, weil ich will auch die blauen nicht wieder zerstören. Vielleicht muss ich das aber. So das?
gesehen? Vielleicht muss ich die Blauen zerstören. Ich überlege, wie ich das am dümmsten mache. Pass auf, setz mal zurück. Vielleicht bin ich's blöd angegangen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich tue. Ich glaube aber, das sieht man. Jetzt nehme ich die Blauen wieder weg. Oh nein, es klappt! Hier, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Zeigen Sie mir die Akte, Holmes. Das ist nicht nötig, Watson. Das ist eine Akte über Sie, nicht wahr? Ist sie so brisant, dass Sie es nicht wagen, sie mir zu zeigen? Sie sind hierher gekommen, um die Ergebnisse der Nachforschungen, die Richter Beckett über Sie angestellt hat, zu stehlen, Holmes? Das war wohl das Einzige, was Sie interessiert hat. Wir werden sehen.
Aber jetzt müssen wir erst einmal wieder alles zurücklegen. Niemand darf wissen, dass wir hier waren. Helfen Sie mir. Setzen Sie die Ruder zurück an Ihre ursprüngliche Position, während ich mich um den Rest kümmere. Beeilen Sie sich, Watson. Wir müssen raus aus diesem Haus. Schnell. Was? Aber... Machen Sie schon. Wegen Ihnen müssen wir wie Kriminelle weglaufen. Und nicht nur das. Wir gehören jetzt wohl selbst zu diesem Gesindel. Ich hoffe nur, dass sich das Risiko am Ende auszahlt. Zeigen Sie mir die Akte. Sofort. Wir müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden. Hier können wir nicht bleiben. Warum haben Sie es so eilig? Sie... Moment. Sehen Sie dort drüben? Richter Beckett. Ja, das ist er. Gehen wir zu ihm. Es ist zu spät. Tun Sie, was Sie wollen, Holmes. Aber ich brauche eine Erklärung für das, was in diesem gesicherten Raum war. Ich gehe. Nein, bleiben Sie hier. Das ist ein Befehl. Sie können befehlen, was Sie wollen. Ich werde mit Richter Beckett sprechen und Sie können mich nicht daran hindern. Watson! Watson, geht es Ihnen gut? Mein Gott, was ist passiert? Lucy, oh Lucy, das arme Mädchen. Ich muss etwas tun. Holmes, ich brauche Ihre Hilfe. Bild steht. Tut mir leid, Watson. Ich muss jetzt leider gehen. Gehen? Was soll das? Holmes, kommen Sie sofort zurück! Holmes!